So, einfach hier wieder reinbrezeln, was das Zeug hält. Aber eine zwischenzeitlich sollte man doch mal aus der Schussbahn gehen. Ja, ist schon krass, was hier jetzt an Damage reinkommt. Also, schon krasse Unterschiede zwischen normal und schwer. Jetzt kommt es ein bisschen auf den Skill an. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. So, ich stelle mich nach hier um, mache den hässlichen Terminus hier kaputt. Oder was auch immer das für ein Ding ist. So. Wunderbar, wunderbar. Oh, ich glaube, die machen auch ordentlich Zorn hier. Oder? Nee. Der hat dann meinen Zorn gespürt. So. Boah, ich bin echt so froh, dass ich die beiden Bögen habe. Das wäre sonst echt ein bisschen zu hardcore, glaube ich, wenn wir die nicht hätten. Komm, denn der reißt sich aber auch sofort krass alles so schnell unter den Fingernagel. Die gehen schon krass ab, die Peoples hier. Damage-mäßig darf ich das nicht weiter unterschätzen. Bei manchen Viechern. Gut, jetzt so bei den Kleinen hier ist das völlig in Ordnung. Damit kann man noch leben. Aber bei allem anderen sollte man dann doch schon ein bisschen aufpassen. Ja, nicht genug Hass, nicht genug Hass, nicht alles kein Problem. Tja, vorne dieser Goblin, Alter, wie ihm immer voll einer abgeht. Oh, da hat er uns endlich mal wieder was gedroppt. Ach du heiliger Bimbam, Alter. So, dann bin ich mal gespannt. Ach du Scheiße, Alter. Jetzt kommen auch noch diese Dinger hier. Boah, das hat mich pulverisiert, Alter. Richtig hardcore. So. Alles klar. Easy going hier. Zwar einmal dabei gestorben, aber das passt schon. Der Goblin, da reiße ich echt alles unter Nagel. Echt geiles Vieh. Na toll, da habe ich gerade aus Versehen einen Tank geused. Was ich eigentlich gar nicht wollte. Dann leider doch so passiert ist. Verdammte Scheiße, ey. War hier unten noch irgendwo was? Jo. Okay, wir hatten hier unten noch irgendwas. Boah, das ist doch ein Witz, oder? Jetzt, weißt du. Ich stehe schon eine halbe Stunde hier und jetzt kommt das Ding in die erste hoch, oder was? So. Okay, weiter geht's hier unten. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus hier für uns. Vergeltung! Vergeltung!
Alles gut. Ich habe nicht alles genug gut, alles Hass. Gut. Was haben wir scheinbar da? Ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Wege. Das sammeln wir natürlich noch mit ein. Ja, den wollte ich jetzt natürlich nicht haben. Ich will als erstes den wegnehmen da hinten. Na. So. Ja. Diese Laserstrahlen, die sind echt übel. Die können uns schon ganz gut in die Fresse hauen, die Teile. So, wo ist der dritte? Hätte allen Menschen dazu verhelfen können, Nephalem zu werden und ein goldenes Zeitalter einzuleiten. Aber meine Horadrim-Brüder konnten die wahre Bestimmung der Menschheit ist natürlich nicht schlecht. Akzeptieren. Bam, zack, nächste Stufe offenbart. Stimmt, so mit Fallen und sowas spielen wir gar nicht. Oder ich auf jeden Fall nicht. Wundert mich eigentlich auch schon. Oh, wir haben einen Ebergefährte. Da möchte ich doch gerne mal kurz nachschauen. Was macht der denn? Euer Eber stimmt auf euch zu und verspottet dann 5 Sekunden lang alle Gegner im Umkreis von 20 Metern. Okay, das ist aktiv und passiv. Beschwert einen Ebergefährten, der Gegner angreift und ihn 50%... Aha. Okay. Hört sich nicht allzu schlecht an. Brauche ich vorerst aber nicht. Da finde ich die Spinne ganz wesentlich cooler mit dem Verlangsamungseffekt dabei. Also von daher werde ich erstmal aktuell dabei noch bleiben. Können wir mal eben... Oh, unser Inventar ist fast voll. Okay, hier haben wir einen Bogen. Blitzschaden, kein Haltbarkeitsverlust. Ja, toll. Es war ganz nett. Brauche ich trotzdem nicht. Nein. Ich war gerade erst am Überlegen, aber nein. Ja, ich brauche mal kurz so ein Sekündchen, bis ich mir das alles mal kurz ein bisschen durchgelesen habe. Bis ich überlegt habe, was ich davon nehme. Viele Leute werden mir da wahrscheinlich für gerne irgendwie eine klatschen oder sowas, was ich hier mache. Aber ich denke, das ist doch schon die richtige Entscheidung, was ich hier tue. Ich hoffe es einfach. So, das reicht der Schatten. Und bevor wir hier weitermachen... Okay, erstmal boxen wir kurz die Peoples hier alle weg. Ach, deswegen kommen die ganze Zeit. Ja, dann gut, ist das auch kein Wunder. Oder kommen die Gespenster die ganze Zeit über? Das weiß man natürlich nicht, weil dann würde ich nämlich jetzt erst einmal ganz kurz in die Stadt gehen. Die Tasche einmal kurz leer machen. Und, da. So, wir wollen natürlich alles verwerten. So, 118k haben wir erstmal wieder. Wir reparieren eben kurz alles. Ausbildung, okay, dafür brauchen wir diese komischen Flächen. Die werden wir, glaube ich, später erst irgendwann bekommen. Ich bin mir dann nicht so ganz sicher. Ich meine aber schon. Ei. Den Plan gucken wir gleich mal natürlich sofort, dass wir den lernen. Was
Assassin, das Latin Schmied, wer das legendäre Set Kains Schicksal anfertigt. Okay. Kains Erinnerung. Benötigt Stufe 22. Will er mich verarschen oder was? Das ist ja voll was für Loser hier. Okay. Wenn du drei Teile davon hast, dann kriegst du wenigstens ein bisschen Bonuserfahrung dazu. Aber das ist ja... Ist ja voll Pussy, ey, ganz ehrlich. Ich dachte, da kommt jetzt für was für ein dickes Teil bei rum. Aber gut. So soll's nicht sein. Wir marschieren weiter. Ich denke mal, wir finden auch so schon relativ gute Klamotten. Ach du Scheiße, ey, jetzt geht's hier aber ab. Diese ganzen scheiß Geistviecher hier, ey. Und Mist, das geht mir so auf den Sack. Finsternis erwartet euch. Scheiß Finsternis hier. Okay, den Weg, den haben wir schon mal. Dann auch mal den anderen entlang. Wundert mich nicht. Da. Okay, da ist irgendwas gedroppt. Wo? Ah. Ich lernte unlängst einen zurückgekehrten Kreuzritter kennen. Und jetzt verstehe ich. Jeder Kreuzritter hatte einen Knappen. Wenn der Kreuzritter fiel, übernahm der Knappe seine Rüstung, seinen Rang im Orden und gar seinen Namen. Als die erste Generation Kreuzritter fiel, nahmen ihre Knappen ihre Identität an. Und so geht es seit 200 Jahren. Haben wir ja wieder was Neues dazu gelernt. Boah, hier geht's aber auch krass ab, ey. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also viele Gegner haben wir hier. Für uns natürlich alles überhaupt gar kein Problem. Ich muss mal richtig treffen hier. Ich schieße immer sehr gerne daneben. Finsternis erwartet euch. Ach du Scheiße, was geht denn hier unten noch ab? Okay, einfach reinflappen hier. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Also gegnertechnisch ist schon krass, was hier unten abgeht. Also das gefällt mir aber. Kriegen wir ordentlich Erfahrungspunkte zusammen. Und das läuft dann schon. Umso schneller steigen wir natürlich auf. Wir sind jetzt Level 41 von 60. Okay, müssen wir da auf die Laser hier aufpassen. Easy going hier. Wir haben einen mächtigen Feind zu fighten. Ja, toll, und hier geht's direkt weiter. Ich
schon krass, wie die Lebenspunkte von denen so extrem übelst runtergehen. Ihr vertraut mir nicht. Das kann ich verstehen. Aber wir sind uns ähnlicher, als ihr wisst. Wir haben beide einen Vorgeschmack davon bekommen, was es heißt, ein Nephalem zu sein. Tut euch mit mir zusammen und wir können die Welt beherrschen. Kull verspottet mich auf Schritt und Tritt. Ich versuche ihn zu ignorieren, aber sein Geschwätz ist unerschöpflich. Es macht ihm Spaß, mich zu ver... Ich habe Kulls Körper. Dann werde ich mit dem Ritual beginnen. Aber ich warne euch, Kull. Wagt es Nein, ja nicht, uns in den Rücken nicht. Zu fallen. Wie könnte Kull das bloß tun? Ihr seid von Verrat umgeben, Mädchen. Ich bin die geringste eurer Sorgen.